Was tun wir jetzt, Herr? Jetzt rufen wir zur Schlacht. Hallo Leute, recht herzlich willkommen zur 6. Folge Age of Conan. So wie versprochen in einer der ersten Folgen, hatte ich ja gesagt, wir wollen mal in die Bresche gehen. Und ich habe jetzt meiner Gilde nachgefragt, wo es denn eigentlich diese blöde Quest gibt. Weil ohne Quest kommen wir nicht in die Instanz rein. Und meine freundlichen Gildis haben mir das natürlich gleich gesagt. Und zwar in Menjuidins Camp. Dort müssen wir hin, damit wir die Quest bekommen. Und dann schauen wir doch mal, wo das Camp ist. Ich glaube, das war hier oben irgendwo. Genau, Menjuidins Lager. Dort müssen wir hin und da werden wir doch jetzt gleich mal hinreiten. Ich mache mal das Bildmachgerät an. Servus, Leute. So, dann schauen wir doch mal, ob wir auch dort jetzt wirklich die Quest auch bekommen. Ich hatte schon mal ein bisschen rumgesucht, aber nicht gleich gefunden. Übrigens hat sich ein bisschen was getan seit der letzten Folge. Ich habe, wie ihr seht, jetzt hier ein neues Unterteil. Das ist jetzt mittlerweile schon T3. Habe ich mir ja durch Tocken praktisch erspielt. Und ja, also wird immer etwas stärker mit der Zeit. Sehr schön, es läuft langsam. So, jetzt hoffe ich mal, dass wir das da gleich finden. Wir müssen uns noch ein bisschen hier rüber bewegen. Und dann gehen wir doch heute mal in die Bresche, würde ich sagen. Bin echt gespannt auf die Instanz. Ich glaube, ich war da noch gar nicht drin. So, wo sind wir denn jetzt hier? Okay, wir müssen noch ein bisschen höher. Ah, hier haben sie den Rare Boss schon gelegt, okay. Der fehlt mir, glaube ich. Hier noch der einzige Boss in dem Gebiet, der mir noch fehlt. Habe ich leider noch nicht, aber den werden wir bestimmt bald mal machen, würde ich sagen. Jetzt hoffe ich mal, dass hier irgendwo ein Questgeber ist. Wo ich diese blöde Quest bekomme. Ah, hier sind Questgeber. Okay, wir gehen mal runter vom Kamel. Und Leute, wer noch auf Saga spielen will, bis Mitte Mai ist der Server noch offen. Also, wenn ihr das Game habt, noch nicht reingeschaut habt, holt es euch auf jeden Fall. Menjuin. Okay, mal. Schauen wir mal, was ich bekomme von denen. Okay, hat er nicht mehr? Okay, schlimmer als der Tod. So, schauen wir doch mal in unser... Ach du Heilige. Okay, hier ist auf jeden Fall die Bresche. Da haben wir schon mal Quests. Und hier oben ist noch ein Questgeber. Den schauen wir uns auch gleich nochmal an, ob der noch ein paar zusätzliche Quests hat oder nicht. Hier. Arcana. Okay, ich weiß nicht, was das für Quests sind, ob das... wir schauen die Bresche. In der Bresche haben wir jetzt zwei Quests. Die vergessene Stadt haben wir jetzt auch nochmal eine Quest bekommen. Tor nach Kita, das können wir gleich mal wieder löschen. Die bringen uns nicht mehr wirklich was. Oh. Na, gehen wir runter, Mausi. Meine Mietzi ist gerade hier. Geh runter, komm. Dass ich meine Mietzi noch ins Bild rennt. So, okay. Dann würde ich sagen, ab zur Bresche. Schau mal, was uns dort erwartet. Wie gesagt, sind halt alle weiß hier, weil die halt schon, ist jetzt eh Level 37, die tun mir nichts mehr. Aber in der Bresche wird auf jeden Fall hochskaliert vom Level. Was bekommen wir denn dort überhaupt? Die Bresche, was ist hier? EP bekommen wir nur. Bräuchte ich eigentlich nicht, aber für die Meisterschafts-EP ist natürlich gut.
So, irgendwo hier geht's hoch. Dort hinten müsste eigentlich ein Weg hochführen. Hoffe ich mal. Vielleicht müssen wir da irgendwie hochspringen oder so. Ja, dann geht's auch, okay. So, dann sind wir auch schon da. Alles klar. Rein dort. Der wird zu schnell. Wir gehen nochmal in Solo rein. Das andere wäre anscheinend eine Gruppeninstanz. Da sind sie nochmal ein bisschen heftiger. Und es sind auch dann andere Mechaniken und so weiter, die man beachten muss. Aber wir machen jetzt nochmal Solo, weil ich habe jetzt leider keine Gruppe hier am Start. So, dann schauen wir uns doch mal das hier an, Leute. Die Bresche. So, ich buffe mich nochmal durch. Ah, war ein bisschen zu weit. Okay, man merkt jetzt schon rein vom Equip her ist es schon einiges leichter als in der ersten Folge zum Beispiel. Also vom, rein vom Schaden her ist es schon viel, viel besser jetzt mit diesem Equip. So, sehr schön. Das sind jetzt zum Beispiel, ja, die Eier geben gut Geld, die nehme ich immer schon mit. Wo ich auch sagen muss, wo das Spiel damals rausgekommen ist, ich weiß es noch, bis Level 40 hat man circa, wenn man gut war, vielleicht ein Gold gemacht oder so. Ist jetzt natürlich ganz anders. Gibt es einen Helm, volle Plattenrüstung. Das ist zum Beispiel so eine Handwerksressource, Eisenseide. Die braucht man, wenn man jetzt ein Handwerk ausübt, dass man Rüstung schmieden kann und sowas. Aber mache ich jetzt aktuell nicht. Okay, läuft, würde ich sagen. Und hier tun wir nur so Seide drin, aber gibt auch gut Kohle. Na, wo sind meine Maus? Da. Den blauen und den grünen Kringel übrigens unter mir sind meine Heilungen. Ich werde natürlich immer schon mitlaufen und wenn die Heilung, ja, fast, man kann sagen, Spam tut, macht man halt auch mehr Schaden. Sehr schön. Ja, da ist schon der erste Boss. Ich weiß nicht, ob der was kann oder ob der nichts kann. Wir schauen mal, ob er was kann. Okay, der macht gar nichts anscheinend. Jetzt macht er was. Naja, scheint nicht so spektakulär zu sein. Wie gesagt, ist halt Normal-Mode. Also es ist kein E-Fisch oder sonst irgendwas. Ist halt Normal-Mode. Also nicht denken, oh mein Gott, das ist ja komplett einfach.
Ja, es ist schon. Ah, hier haben wir was Schönes. Es ist nicht schwer, aber wie gesagt, es gibt halt auch Unchained-Modusse und die sind richtig schwer. So, was muss ich jetzt hier machen? Das zum Beispiel, was der jetzt anhat, ist so eine Kita-Rüstung, auf die ich hier hinarbeite. So, okay, weiter geht's. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel. Ich habe eh schon ein bisschen heller gestellt. Es leckt schon wieder ein bisschen. Ja, wie gesagt, das hat das Spiel immer noch nicht hinbekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich stört es eigentlich nicht, weil ich finde den Rest vom Spiel einfach so geil. Da kann man über so kleine technische Mängel, was das Spiel einfach hat nach der Zeit, vielleicht einfach auch nicht mehr so viel Geld drin steckt, kann man darüber wegsehen. Mein Funcom hat viele andere Projekte, was die am Laufen haben, und der Fokus liegt eigentlich mehr auf den anderen Projekten. Hier in dem Spiel wird schon noch was gemacht, also es ist nicht tot oder sowas, aber mehr Fokus liegt eigentlich auf den anderen Spielen. Aber ist mir egal. So, Boss. Boss. Kann ich den alleine pullen? Wir probieren es einfach mal. Okay, er kommt alleine. Okay, ihr wollt ein Head gucken? Aber den kann man ein bisschen entgegenwirken. Ich glaube, ich müsste erstmal die Ätzen. Wow, wow, wow. Okay. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Den nehmen wir auch mit, fast ein Silber. Entschuldigt mir Leute, wenn ich nicht im Kampf so viel rede, weil ich bin dann immer... Ich bin nicht multitaskingfähig. Sagen wir es mal so, ich konzentriere mich dann immer so extrem, dass ich keinen Scheiß mache. Vor allem, man ist ja immer noch ein bisschen aufgeregt bei so einer Aufnahme, will ja keinen Scheiß machen. Und denkt, hey, was macht der denn für einen Müll? Okay, so, hier geht es anscheinend weiter. Wie gesagt, erste Mal in der Instanz. Okay, wir haben einen Restpunkt. Das heißt, wenn wir sterben, können wir an der Stelle weitermachen. Stirb! Sehr schön. Rein equipmäßig gibt es hier drin natürlich nichts mehr. Aber einfach nur just for fun, dass ihr das mal seht, so ein bisschen.
einen kleinen Eindruck von dem Spiel bekommt. Richtig geil ist natürlich, wenn du im Raid oder sowas bist. Da werde ich jetzt auch mal schauen, dass ich vielleicht mal ein T2-Raid für euch mit aufnehme. Das macht dann richtig Spaß, wenn man mit 24 Leuten hier die Gegner bekämpft. Vielleicht in den übernächsten Folge, ich muss mal schauen. Wir haben, glaube ich, 2 Bücher. Machen wir die mal. Haben wir ein bisschen Punkte für unseren Meisterschaftsaufstieg. Unseren alternativen Skillbaum sozusagen. So, gefallener Kommandant. Okay, ich brauche praktisch 5 von denen. Jetzt noch 4. Schauen wir, wo die nächsten liegen. Da unten liegt noch einer. Hier noch was? Aha, da geht es dann da unten rum. Okay, dann gehen wir hier unten lang. So, schon die Nummer 2. Also wie gesagt, Leute, wenn ihr Bock habt auf das Game, schreibt mich an. Ich bin gern dabei, zusammenspielen. So, wollen wir mal schauen, wo hier die ganzen Leichen versteckt sind. Wie gesagt, die war hier eben noch nicht. Kennt ihr sie irgendwie aus dem Bossraum oder sowas? Schau mal da rein. Oh, wir haben schon wieder Gesellschaft.
Hier geht's nicht weiter. Wo sind denn die blöden Leichen überall? Ah, da ist einer. Okay. So, wir haben noch zwei. Ja, da oben ist noch eine, sehr schön. Hm, den Zahn werde ich noch mitnehmen. Kohle. Resettet der. Ja, wenn man blöd an der Position steht, dann resetten die Gegner, dass man hier halt keinen Humbug treiben kann. Das heißt, dass man sich nicht immer zum Beispiel auf eine erhöhte Stelle hinstellt, da wo die Gegner halt nicht hinkommen und die einfach abfarmt. Das geht nicht. Die resetten dann. Alles klar. Geht's hier noch hoch? Auf jeden Fall Möble. Boah. Okay, war anscheinend eine Art Rare Boss oder sowas. So, was hat denn der? Ah, EP. Könnten wir gleich wieder reinklatschen. Ich zeige euch die Meisterschafts-EP nochmal. Und die sind dann hier drin. Also mit dem Buch zum Beispiel, was ich gerade geöffnet habe, dann steigt der Balken. Und wenn man oben ankommt, kriegt man halt dann Punkte. Mit den Punkten kann man dann hier reinskillen. Ich skill aktuell den himmlischen Blick. Das ist einfach noch für zusätzlich mehr Heilung. So, okay, hier haben wir geclear. Die resetten normalerweise spawnen die nicht nach in so einer Instanz. Das heißt, wir müssen dort hinten nochmal hinschauen, ob wir dort noch was finden. Das lassen wir. Ob hier noch irgendwo eine Leiche rumliegt. So, voll aufgepumpt und dann schauen wir, was der Schaden bringt. Ja, Schaden ist gut. Chlor. Da oben ist eine Leiche. Sehr schön. Sehr schön, dann haben wir die schon mal erledigt. So, dann würde ich sagen, schauen wir hier rein. Feuer in der Arena löschen. Okay. Dann denke mal, da wird auch dann der Endboss. Also rein vom Schaden her geht's. Wenn es natürlich Elite-Mobs jetzt wären, könnte ich mich nicht hier so hinstellen und da ganz gemütlich Schaden drauf machen. Da bist du nämlich fast mit einem Hit dann schon down bei Elite Mobs. Und hier ist jetzt wurscht, die müsstest du dann im CC halten, so wie den jetzt hier zum Beispiel. Sehr schön. Okay. So,
Und da ist Boss. Das ist Boss. Und ich weiß nicht, was ich hier machen muss. Ich weiß es nicht. Kann ich hier was machen? Okay. Dann gehen wir hier weg lieber. Ich weiß nämlich nicht, was da passiert, wenn ich da drin stehen bleibe. Kann ich den hier anvisieren? Ich kann den gar nicht anvisieren. Hä? Geh einfach mal aus den Kreisen raus, ist glaube ich besser. Gar nichts machen. Ich denke mal, dass da ein paar Ad-Wellen kommen werden. Noch mehr Herausforderer erscheinen. Ach du Scheiße. Seht schon, hier ist schon ein bisschen Mechanik jetzt dabei. Zwar jetzt nicht weltbewegend, aber... Okay, was ist jetzt? Wie gesagt, ich kenn's eben noch nicht. Okay, jetzt Boss-Time. Boss-Time in Age of Conan, Leute. Kita Innis ist sowas ganz normal. Können wir doch mal den mal hier wegmüten. Leider nicht mehr. Alles klar, ist down. So, Leute, hier ist eine blaue Kiste. Also das blaue Kiste, es sind blaue Items drin. Die Kiste ist ein bisschen größer wie die normalen Kisten. Und da sind normalerweise 80. Jetzt, weil es eben hochskaliert worden ist, die das Dungeon auf Stufe 80, ist auch ein blaues Stufe 80 Item drin. Was mir aber wahrscheinlich nichts groß bringt. Oder? Ne, ist nicht mal was drin, eine blaue. Ah doch, da. Bringt mir natürlich hier nichts. Weil halt mein Equip schon um einiges besser ist. Aber das ist nicht schlecht. Das gibt mir wieder ein paar Punkte. So, okay. Sehr schön. Wo geht es jetzt hier raus? Da lang. Tor nach Kitai. Haben wir hier noch was? Gibt es hier noch was? Dort hoch kann man normalerweise nicht. Kann man hier vielleicht ein bisschen hoch noch? Ich schaue mich halt lieber, wenn ich noch nicht in so einer Instanz drin bin, schaue ich mich noch, lieber nochmal um. Hier noch rausgehen kann man noch. So, Leute. Sehr schön. Und damit würde ich sagen, Leute, machen wir doch jetzt an der Stelle einen Cut und schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich würde gerne in der nächsten Folge mal auf die Insel der Eisenstatuen schauen. Ist auch eine Instanz. Aber die hat es in sich. Die habe ich damals, glaube ich, wo ich die mal gemacht hatte, hatte ich die nicht geschafft.
Also die ist schwer, die müssen wir anschauen, ob wir die hinkriegen. Ja, da ist der Bossfight, glaube ich, hat eine komische Mechanik, also man braucht richtig viel Schaden. Und ich weiß nicht, ob mir der Schaden schon, ob mein Schaden in der Instanz schon ausreicht. Also die ist richtig heftig, die Instanz. Die schauen wir uns in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Bleibt auf jeden Fall dran, würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, ein Like oder wenn ihr auch wollt, ein Abo oder ein Kommentar. Alles gern gesehen. Genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Euer Andi.